Sehr geehrte Frau Stadtverordnete und Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Manchmal ist es ja auch sehr mühselig. Da gibt es einmal die Gelegenheit, angesichts eines zunehmend angespannten Wohnungsmarktes in Kassel, bei gleichzeitigem Bauboom und wirtschaftlichem Wachstum, einen Maßstab anzusetzen, um die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt nachhaltig und sozialverträglich zu gestalten. Und dann passiert, wenn man einen Antrag für eine der verschiedenen notwendigen Maßnahmen stellt, erstmal monatelang nichts. Als ich im September den ersten Entwurf dieser Rede schrieb, da rechnete ich noch damit, dieses Vorhaben in einer Weise beschreiben zu müssen, wie man einem Außerirdischen die alkoholische Gärung und ihre Auswirkungen auf den Menschen beschreibt. Und gleichzeitig davon auszugehen, dass der Antrag eh abgelehnt wird. Aber inzwischen ist ja der UB-Wahlkampf in seine heiße Phase eingetreten. Alle haben begriffen, dass jetzt die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum fordern müssen, um bei den Wählerinnen zu punkten. Und prompt haben wir tatsächlich eine Diskussion über die Einführung einer Sozialwohnungsquote bei Neubauten, wenn auch immer noch in erster Linie von Abwehrreflexen geprägt. Wir meinen, die Problemlösung angesichts des bereits bestehenden Mangels an günstigem Wohnraum können wir nicht nur den öffentlichen Wohnungsunternehmen aufbürden, auch wenn wir durchaus der Auffassung sind, dass es besonders die Aufgabe der GWG und anderer städtisch-öffentlicher Wohnungsgesellschaften ist, für günstigen Wohnraum zu sorgen. Aber zu glauben, damit sei es getan und den Rest werde dann schon der Markt regeln, halten wir zumindest für naiv. Auch private Investoren müssen schon ihren Beitrag erbringen, wenn sie hier bauen und Renditen erwirtschaften wollen. Und ich frage Sie, wann, wenn nicht jetzt, wollen wir denn solche Bedingungen stellen und damit einen Rahmen für eine sozialverträgliche Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt schaffen? Andere Städte gehen hier mit gutem Beispiel voran. So ist es etwa der Frankfurter Planungsdezernent Mike Josef von der SPD, der mit einer verbindlichen und ohne Ausnahme geltenden Quote von 30% öffentlich geförderter Wohnungen auch private Investoren in die Pflicht nimmt. Und, meine Damen und Herren, dies ist nicht etwa der Vorschub für die Einführung des Sozialismus, sondern ein moderat regulierender Schritt, dessen Intention wir für völlig richtig halten und notwendig, weil nur mit solchen klaren Vorgaben tatsächlich Korrekturen an der Marktentwicklung möglich sind. Soweit, dass wir durchsetzen könnten, was der Grundsatz der Linken ist, nämlich Wohnraum darf keine Ware sein, sondern ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis und sollte deshalb nicht den Marktkräften unterworfen sein, soweit sind wir noch lange nicht. Und ich will hier auch gar nicht mehr lang und breit die Position meiner Fraktion erläutern, sondern stattdessen nur mal anmerken, dass eine wirksame Sozialwohnungsquote für Kassel inzwischen auch vom DGB-Kreisvorsitzenden Michael Rudolph sowie vom Mieterbund Nordhessen gefordert wird, wobei sich letzterer explizit auf unseren Antrag bezieht. Der Vorsitzende des Mieterbundes hat in einer entsprechenden Pressemitteilung alle Fraktionen aufgefordert, der Sozialwohnungsquote zuzustimmen und mahnt, ich zitiere, alle im Kasseler Stadtparlament vertretenen Parteien seien nunmehr gefordert, sich nicht nur in Wahlkampfreden für sozialen Wohnungsbau einzusetzen, sondern mit einem entsprechenden Beschluss endlich auch Butter bei die Fische zu tun. Zitat Ende. Und einer solchen Aufforderung kann ich mich nur anschließen und um Ihre Unterstützung für unseren Antrag werben. Danke.